Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft PvP. Es ist endlich mal wieder an der Zeit für eine Folge. Und es tut mir so leid, ich möchte eigentlich immer wieder Folgen bringen, aber dann, naja, werde ich doch wieder abgelenkt. Aber das wird sich in Zukunft ändern. Ich habe ja momentan echt viel zu tun gehabt. Einerseits war ich auf der Gamescom und dann habe ich in den letzten Wochen das 1vs1 Plugin geschrieben. Und das ist echt bisher das aufwendigste Plugin, was ich jemals gemacht habe. Und das habe ich auch nochmal komplett neu gemacht, weil das ja momentan noch total leckt und sowieso kaputt ist und alles Mögliche. In ein paar Tagen sollte das dann aber alles gut funktionieren, wenn das dann fertig ist. Aber ich bin jetzt so gut wie fertig. Und dann kommen auch auf jeden Fall mal Videos. Ich habe mir vorgenommen, in der nächsten Zeit einen regelmäßigen Upload-Plan zu machen, sodass dann ja mindestens jeden zweiten Tag eine Folge kommt. Und am liebsten würde ich das auch so machen, dass es an bestimmten Tagen irgendwelche speziellen Sachen gibt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, an einem Tag irgendwas Nostalgisches, was man heute gar nicht mehr so spielt. Wie zum Beispiel Hardcore Games oder sowas. Da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Und ja, mal sehen. Ich werde mir da auf jeden Fall was überlegen. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da so für Vorschläge hättet. Dann wird es auf jeden Fall bald ein regelmäßiges 1v1 Turnier auf Timolia geben. Aber eben auch erst dann, wenn das alles fertig ist. So, ich hole mir jetzt hier erstmal ein paar Sachen. Oh, da ist Eisen und Gold. Das ist sehr gut. Ein paar Kartoffeln brauche ich auch mal zum Essen. Mal gucken. Dann mache ich mir direkt ein Eisenschwert. Aber ja, ich habe halt kaum Rüstung. Aber ich könnte mir auch schon mal etwas aus dem Leder machen. Oh, da kommt jemand. Mach mal schnell das und das. Mal gucken, wo ist der? Ich weiß es nicht. Da ist er. Jetzt wird's spannend. Oh, uns kennt sich nicht getroffen. Er hat nur ein Steinschwert und einen Bogen. Oh, danke. Das ist ja nett von dir. Und ja, das ist immer noch ein Bug. Auch wenn ich hier oben seht ihr, ich heiße The Wuntex PvP. Aber wenn ich mal töte, steht da immer noch MCXPD. Müssen wir noch fixen. Und das ist ein Bug, der existiert schon seit seit immer. Haben wir ja nie was gemacht. So, ich kann mir einen Eimer machen. Denn Lava-Eimer sind auch echt immer sehr hilfreich. Mache ich mir hier ein bisschen was zu essen. Das ist eine Slowness-Potion. Und dann mache ich mir kurz ein paar Schuhe. Okay, ich habe 9 Pfeile. Die können weg. Dann kommt der Apfel noch da rein. Und es geht weiter. So, ich würde sagen, ich bin erstmal ganz gut ausgerüstet. Ich würde jetzt am liebsten Lava finden. Ansonsten nehme ich erstmal Wasser mit. Und dann porte ich mich direkt weiter. Mal sehen. Was ist näher? Ich glaube, der da. Es leben gar nicht mehr so viele Leute. Ja, aber das macht nichts. Da kommt echt viel raus. Okay, da ist er. Falls ihr das Spiel nicht kennt, sobald man sich portet, bekommt man so ein Signal angezeigt, was den nächsten Spieler trackt. Und er sieht mich. Okay, er hat gute Sachen. Das heißt, ich werde ihn auf jeden Fall erstmal mit dem Bogen abschießen. Jetzt hat er mich fast getroffen. Oh, Kacke. Okay, sehr gut. Was hat er gemacht? Er hat mir den Pfeil geschlagen. Gut, dann habe ich jetzt eine Hose. Dann kann ich das hier austauschen. Dann bin ich in voller Goldmontur. Und dann mache ich mir mal ein paar Werkbänke. Für schlechte Zeiten. Und dann mache ich mir einen goldenen Apfel.
Und das war es auch, glaube ich, schon. Viel mehr kann ich mir nicht machen. Wobei ich mir noch 4 Pfeile machen könnte. Okay, alles klar. Dann geht's auf zum nächsten Biegen. Habe ich was zu essen? Genau, ich kann mir noch Brot machen. So. Da kommt jemand. Der müsste da hinten rauskommen. Genau, da ist er. Der kommt eben auch immer am nächsten Beacon raus. Oh. Ich treffe nicht. Oh, jetzt hat er kurz abgestoppt. Das ist schlecht für dich, mein Freund. Oh, sogar von Fallschaden bekommen. Oh, und was war das? Eine Instant Damage Potion. Aber hey, die haben gar keinen Schaden gemacht. Auch gut. So. Regenerationspotion. Das ist sehr gut. Ah, ein paar Schwerter. Das brauche ich alles nicht. Okay, dann sollte ich mich vielleicht kurz mal sortieren. Und zwar brauche ich das nicht mehr, das auch nicht. Das hier brauche ich für einen Enchantment-Table später. Ich könnte mir jetzt schon mal eine Hose machen, aber ich glaube, ich spare direkt mal auf den Brustpanzer. Aus Eisen. Kann ich mir machen, sobald ich ein weiteres Eisenstück finde. Oh, da war ein Diamant, den ich mir holen sollen. Den brauche ich nämlich auch noch für einen Enchantment-Table. Ganz viel Stein. Ja, na gut. Dann geht's direkt zum Gegner. Der hat nicht so viel Sachen, aber einen Brustpanzer. Oh, den kann ich mir dran direkt nehmen. Das ist super. Oh, er hat Speed. Und Speed ist echt. Hä, was macht er denn? Sieht er mich nicht? Das war echt komisch. Mal gucken. Ja, da beschweren sich echt einige drüber. In Tischspielen nicht mehr so, aber vor allem im 1 vs 1 auch, dass sie manchmal die Leute nicht sehen können. Das liegt aber nicht am Plugin, sondern das liegt an eurer alten Java-Version. Solltet ihr am besten einfach mal updaten und wenn es dann immer noch vorkommt, schreibt ihr am besten nochmal ins Forum oder so. Und ja, also eigentlich sollte es mit einer neuen Java-Version dann auch gefixt sein. Ich zum Beispiel habe das Problem nie. Ich sehe immer alle Spieler, also jedenfalls die, die ich sehen sollte. So, ich muss mich sortieren. Kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Das hätte ich behalten sollen, aber ist mir jetzt auch egal, ich habe genug Pfeile. So, dann habe ich einen Brustpanzer, dann kann ich mir auch eine Hose machen. Ich habe 2 Dias und ich habe ja doch alles, um mir ein Enchantment-Table zu machen. Ich habe nur noch kein Level. Das ist das Dumme. Bekomme ich aber gleich vielleicht noch. Mal sehen. So, Äpfel habe ich nicht. Das Essen tausche ich aus und dann geht's direkt weiter. Ich kann mir noch eine Spitzhacke machen. So. Und dann geht's los. Es leben noch 3 andere Leute. Bin ich mal gespannt, ob die gute Sachen haben. Aber es sieht so aus, als wären die nicht wirklich alle aggressiv. Jedenfalls, naja, werden eben nicht so viele Leute gekillt. So, da ist jemand. Er hat auch einen Bogen. Muss ich aufpassen. Ich sollte mir eigentlich meine Regenerationspotion ins Inventar packen. In die Leiste. In die Hotbar. Ah, ich hasse es, wenn die Leute sich nicht so bewegen, wie es die meisten machen. Da trifft man nie, ey. Er hat sich eine Angel gemacht. Auch interessant. So, jetzt könnte ich in den Nahkampf gehen. Er hat auf jeden Fall ziemlich kassiert. Oh, jetzt hat er meine Heilungspotion genommen. Oh, nicht gut. Nicht gut. Okay, jetzt habe ich wieder 6 Herzen ungefähr. Okay. Alles klar. GG, das war ein harter Kampf auf jeden Fall. Im Nahkampf habe ich echt ziemlich gefailt. So, weg damit. Habe ich schon. So, brauche ich nicht. Eine Angel brauche ich auch nicht. Essen. Ja, habe ich genug. Einen Helm kann ich aufziehen. Und das war's auch schon. Okay. Gut. Dann leben noch 2 Spieler. Werde ich auch direkt verfolgen. Auf geht's. Ups, nein, ich möchte nicht einen Apfel essen. So, ich wollte auf jeden Fall
das Ding da reinpacken und Weakness dann auch. So, wo ist er? Wo zeigt das Ding hin? Da hinten. Da kommt er. Na? Der läuft weg. Ich dachte, der kommt gerade auf mich zu. Aber nein. Mal gucken. Ich muss irgendwie versuchen, auf dem Eis zu laufen. Ansonsten bin ich nicht schneller als er. Vielleicht versucht er, sich wegzuporten. Aber das... Okay, versucht er auch gar nicht. Oder doch? Er hat eine Speed Potion. Aber er springt dabei. Das lohnt sich nicht, weil... das sind alles Speed 2 Potions. Und da sollte man lieber nicht springen, wenn man dann schneller ist, als wenn man springt. Oh Gott. Lol. Das war echt komisch. Er ist die ganze Zeit hängen geblieben. Gut, dann kommt das alles weg. Melonen brauche ich nicht. Slowness. Ja, brauche ich auch nicht unbedingt. Alles Slowness hier. Okay, Enderpearls, die sind gut. Ich glaube, das Feuerzeug kann ich wegpacken, weil hier alles aus Schnee ist. Das brauche ich auch nicht mehr. Ganz viel Kuchen. Okay. Gut. Habe ich noch Äpfel eingesammelt? Ja, habe ich. Die könnte ich verarbeiten zu goldenen Äpfeln. Hätte ich da auch genug von. Kommt der Bogen wieder dahin. Und ja, ich habe immer noch kein Level. Ich könnte jetzt Mobs farmen. Aber ich glaube auch, das lohnt sich dann nicht wirklich. Schaffe ich das? Nein, scheiße. Na gut, sammle ich die doch mal ein, die XPs. Wenn ich sie finden würde. Aber egal, ich gehe trotzdem zum nächsten Beacon. Und der Typ hat eben geschrieben, dass er nichts findet. Das heißt, das sollte relativ einfach sein. Mal gucken. Ja, der hat ein Diaschwert immerhin. Ich könnte mir auch ein Diaschwert machen. Habe ich jetzt noch nicht dran gedacht. Oh, der leckt aber ziemlich, glaube ich. Ich beschütze dich. Oh, schieß einen Zombie ab. Leckt wie sonst was. Kacke. Friss das! Okay. Und da ist er tot. 7 Kills. Ist auf jeden Fall ordentlich. Ja, dann war's das. Wie gesagt am Anfang, ich werde mir jetzt in den nächsten paar Tagen ein kleines System ausdenken, wie ich die PvP-Folgen hochlade und mal sehen. Könnt ihr mir, wie gesagt, auch gerne ein paar Tipps geben, was ihr gerne sehen wollt. Und dann war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.